2014, das sind wir uns einig, glaube ich, war das erfolgreichste Jahr bis jetzt mit deinen Projekten, was du gemacht hast. Du bist an Bord. Ja, erstens war es einmal, ganz als erstes muss ich mal sagen, schön, dass ihr mir alle da seid. Ich freue mich richtig, heute habe ich ein paar Leute jetzt schon gesehen, die freuen mich besonders, dass sie da sind. Sein Sponsor, sein Partner, sind Freunde von mir da. Bis zur Ausland Airlines. Wir sind zum Teil mit 20 Leuten am Tisch gesessen, da wo ich gesagt habe, ich bin bei einer Geburtstagsfeier und da haben 20 Leute das okay geben müssen, dass wir das okay kriegen, wir das ziehen. Und dann waren auch die Trainings extrem schwer. Ich habe das 6-mal trainiert, einmal ist gegangen, einmal ist nicht gegangen, einmal ist gegangen, einmal ist nicht gegangen. Es war extrem schwer für mich. Und auch mental extrem anstrengend, und wir haben es dann tatsächlich geschafft, dass ich den Flieger wegkriege und auch über 15 Meter gezogen habe. Und ja, wir haben letztes Jahr, 2014, ungefähr zwischen 30 und 40 Shows gehabt, Events gehabt, wo wir Medienpräsenz gehabt haben. Ich war dann Ende des Jahres noch in China, da habe ich ein Publikum gehabt von 300 Millionen Zusehern. Ich bin extrem gerne in Wien, das muss ich jetzt einmal sagen. Die letzten zwei Jahre bin ich extrem viel in Wien gemacht, habe meine Projekte immer in Wien gemacht, und das erste große Projekt war ja schon 2013 wieder. Das ist mit dem Peter Peter zusammen mit dem Riesenrad, wo ich das Wiener Riesenrad gedreht habe. Und jedes Mal, wenn ich da reinkomme, freue ich mich, wenn ich beim Peter sitzen kann und auf das Riesenrad aufschaue, auf das 16er Gondel. Wir können sie heute ruhig mit der 16er Gondel fahren, und ihr werdet sehen, wenn ihr mit der Gondel fahrt, es wächst der Bizeps. Echt, bei den Frauen auch. Das ist nämlich die Franz-Müller-Gondel, das ist die Kraft-Gondel. Und man hat ein ganz eigenartiges Gefühl, wenn man mit der Gondel fährt, man nie vor, ich steige mit 135 Kilo ein und mit 140 Kilo aus. Das ist das selber, mein Kopf geht zu mir und fahrt zu mir mit der Gondel. Das war natürlich einer meiner schönsten Rekorde auch. Nächsten Projekt, die zwei sind eine meiner besten Freunde, und die zwei habe ich schon seit Jahren, fragen sie mich, Franz Müller, wieso fährst du eigentlich mit keinem Motorrad, und wieso baust du kein Motorrad, oder können wir da nicht irgendwas machen oder bauen? Sag ich, Burschen, was ist denn noch da, Motorrad fahren, das ist auch noch, das ist ja ein Wahnsinn. Und so sind wir eigentlich im Gespräch gekommen, und der Markus hat mich loslassen und gesagt, Franz Müller, jetzt bauen wir aus für ein Rockbike, weil das interessiert mich jetzt nicht mehr. Komm, machen wir das. Und so ist dann das Projekt eigentlich entstanden. Dann habe ich mit meiner Frau geredet, die hat gerade gefragt, wie ich komplett deppert bin. Ich muss wissen, alles da, jetzt schauen wir, dass du daheim zusammenkommst. Und da bist du jetzt Moped fahren auch noch. Und ich habe mich aber nicht abbringen lassen davon, wie so von meinen ganzen Projekten, und habe dann eigentlich das Projekt aus dem Rockbike, und habe gesagt, machen wir das, Burschen, bauen wir es, baut es mal eins. Und ich habe sie schon gesehen, und wie ich das letzte Woche gesehen habe, ich brich zusammen, ich fall bewusstlos um. Ich habe sowas noch nie gesehen, mein ganzes Leben nicht. Nächstes Projekt, 5. Mai. Wie schon gesagt, mit dem Peter Petrusch, ist ein Freund auch von mir oder von uns. Und ich bin gerne im Boot und schaue zum Riesenrad um und sage zum Wolfi, zum Pressesprecher, sage ich, Wolfi, ich möchte da was machen mit dem Riesenrad. Das war damals so ein geiler Erfolg. Was könnte man machen? Und dann habe ich gesagt, ich hätte schon eine Idee, aber unser Peter mit tut, der jetzt fragen wir komplett deppert sind. Und dann haben wir kurzerhand drüben rein ins Büro, und der Peter gesagt, er hat keine Zeit, da hat die Sekretärin gesagt, der Franz Müller ist da, nein, er soll schnell reinkommen. Reingekommen, da sind wir eine Stunde drinnen gesessen bei ihm, er hat gesagt, er hat 2 Minuten Zeit, eine Stunde sind wir gesessen, da haben wir ihm das Projekt gesagt, den Peter, und er hat gesagt, ihr seid komplett deppert. Schauen wir einmal. Eine Woche später, Anruf von Peter, er hat gesagt, passt, macht das Projekt, das ist eine super Geschichte. Ich stelle euch einen Freund vor, und dann einen Kollegen von den lungenkranken Kindern vorgestellt, den Herrn Fischer. Und so sind wir auf die Idee gekommen, dass ich jetzt zwischen der 16er und der 18er Gondel, lasse ich mir eine Plattform reinbauen, und da stellen wir dann 3-4 Fitnessgeräte auf, und die fahren um 9 Uhr in der Früh, wenn das Riesenrad zum Fahren fängt, gehe da rauf und trainiere dann 10 Stunden am Riesenrad. Das fährt praktisch den ganzen Tag. Und der Franz Müller wird da oben trainiert für lungenkranke Kinder. Es war immer schon ein Traum von mir,
ein Jugendtraum von mir, irgendwann einmal in einem Film mitzuspielen. Gell? Und wir sind ja alle bei Facebook und ich tat sogar auf Facebook durch, gell? Und denke mir, Patrick Reischberger, suche einen Koloss. Ist der Deppert, sage ich, Koloss Müller Franzen. Was ist los? Und so sind wir eigentlich in Kontakt gekommen mit dem Patrick Reischberger, der steht da drin mit weißem Hemd. Das ist der Regisseur von Grindelwald. So ist das dann zustande gekommen, da habe ich mit dem Patrick telefoniert, bin dann gleich rübergefahren nach Linz und dann hat er mir jetzt eine Hauptrolle in einem Horrorfilm. Was ist da so lustig? Ja, und darum auch der etwas längere Bord, aber ich meine, so schau, meine Späßen haben da so ein Bord, und muss ich auch noch mit dem Bord. So schlecht schaue ich ja gar nicht aus, oder? Mit frisch rasierten und so. Ja, und jetzt habe ich eine Hauptrolle bekommen als Irrer, als der Erste der Welt, der Irrenschließer in den Horrorstreifen. Grindelwald, der Film, spielt weltweit in allen Kinos. Ja, das ist jetzt nicht nur irgendeine kleine Produktion, wo du mal 5 Minuten was schaust, sondern der Film spielt in alle Kinos weltweit. Gell? Und da spiele ich einen Irren. Passt normal überhaupt nicht zu mir. Dass ich weiß, dass der Lohn hat auch damals mit dem Bonus angefangen, aber habe ich mit meiner Frau geredet, was ist da lieber? Du willst einen Irren haben oder einen Bonus, dann hat sie gesagt, nein, bleib mal hier, das passt besser zu dir. Auch nicht vergessen, irgendwann möchte ich mal 1000 Kilo auf die Schultern haben, weil das ist ja so ein Jucken und ein Brennen bei mir. Da machen wir in Excalibur draußen, wird ein Flugzeug auf meinen Schultern landen. Und mehr dazu auch später. Es wird am 5. September voraussichtlich 5. September sein. Da werden ungefähr 10 Stars weltweit, da wo jeder von den Stars mindestens zwischen 10 und 20 Weltrekorde hat, da sein. Es wird ein schöner Tag werden mit Excalibur zusammen. Herzlich willkommen, vielen Dank, Franz, Wolfgang, Peter, dass ich da sein darf. Ich bin Vater einer Tochter, mittlerweile schon recht groß geworden, obwohl man uns damals gesagt hat, sie kann das 2. Lebensjahrzehnt nicht erreichen. Und es eigentlich furchtbar ist für Eltern, wenn sie ihren Kindern beim Sterben zuschauen müssen. Wir haben das nicht getan, wir haben gekämpft und haben nur in den USA eine Behandlung gefunden und sind dann darauf gekommen, dass die meisten Kinder, aber auch Erwachsene gar nicht erst zur Diagnose kommen, sondern wir lesen das oft in der Zeitung, Fußballer fällt auf einmal um und man weiß nicht warum, die Lehrerin beim Ausflug, weil die Krankheit so selten ist, dass wir sehr, sehr dankbar sind, wenn es auch ein bisschen Aufmerksamkeit dafür gibt. Und von Österreich aus gab es Ende der 90er Jahre keine Behandlung. Und heute, und das ist dank aller Unterstützer in Wien, wir leben auch in einem ganz großartigen Land, ist Österreich unter den Top 5 Ländern. Und von Österreich aus leiten wir 33 Patientenorganisationen in 27 Ländern, um Kindern mit Lungenhochdruck zu helfen, aber auch ihren Eltern, auch den Erwachsenen. Was ist es? Die Kinder bekommen einfach zu wenig Sauerstoff ins Blut und sind dadurch nicht belastbar, können nicht Hochschaubahn fahren, können nicht herumtollen, können nicht Radfahren, nicht schwimmen im Sommer. Und für all das steht der Franz als zigfacher Weltmeister, Weltrekordhalter. Er steht für Kraft, für Ausdauer, für Belastbarkeit, all das, was Patienten mit Lungenhochdruck nicht können. Und von Wien aus haben wir vor 2 Jahren, genau am 5. Mai, den Weltlungenhochdrucktag ausgerufen. Und so wird jetzt in jedem Land rund um die Welt wird quasi eine Veranstaltung sein, wo man atemlos für Patienten mit Lungenhochdruck wird. Wir haben da solche T-Shirts. Ich habe mir gedacht, wenn es mir passt, passt es dir auch. Und da sieht man die Lungen. Und das ist genau das, was der Franz verkörpern wird. Ausdauer zu zeigen, was er kann für die, die es nicht können. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Wir können dann auch noch, der Peter hat gesagt, am Abend das Riesenrad in Blau angestrahlt. Denn Blau ist unsere Farbe. Die Farbe, also die Krankheit heißt auf Englisch auch Blue Lips Disease. Sie kennen das, wenn Kinder zu lange im kalten Wasser sind, dann haben sie zu wenig Sauerstoff im Blut und dann sagt man, komm raus, du hast schon ganz blaue Lippen. Kinder mit Lungenhochdruck haben das immer, deswegen liegen so kleine blaue Lollis auf dem Tisch. Und auch eine kleine Information und ich danke sehr der Presse, denn ohne sie würde diese Krankheit nicht bekannt sein
und wahrscheinlich auch nicht diagnostizierbar und behandelbar sein. Vielen, vielen Dank, Franz, vielen Dank, Wolfgang, vielen Dank, Peter, dass wir da sein dürfen und dass ihr etwas für die Kinder mit Lungenhochdruck tut.